Hallo, ich dachte, ich mache nochmal ein Video über einen Quentin Tarantino-Film, weil ich ja vom Dust Till Dawn persönlich nicht gut finde, den Film. Also mein Geschmack ist der Film halt nicht, wie gesagt. Ich finde, es gibt viel bessere Vampirfilme, ich sage nur John Carpenter. Aber es ist ja Geschmackssache, das sind die Streiten. Wie gesagt, ich finde Pulp Fiction, kann man das ja kennen, ja. Der Film habe ich sehr gut gefunden von Quentin Tarantino. Die Story ist gut, die ganzen Episoden, die einzelnen, hat mir sehr gut gefallen. Der zeitliche Ablauf hat mir auch gefallen, wir sind durcheinander gewesen zwischendurch und so. Aber ich fand das top, vor allem die Storys fand ich. Also Bruce Willis, die Story fand ich sehr gut da. Mir ist das ein bisschen krank gewesen, da komische Sadomaso-Typen, da liegen voll haben wollten und so. Ich fand es irgendwie ein bisschen krass, fand ich ein bisschen, aber ich fand gut, dass die Bösen dann einen Deckel bekommen von einem da, von dem Gangsterboss, fand ich ganz gut. Meine Lieblingsrolle bei Pulp Fiction war natürlich John Travolta, Vince, der habe ich gemocht, die Rolle, der war cool gewesen. John Travolta ist einer der besten coolen Bösewichte, die es gibt. Vor allem ist das krass, weil er ja vorher diese ganzen Tanzfilme gemacht hat, die komischen Filme, die man nicht mehr kennen möchte als Kind. So, als Kind gesehen hat, fand man das Kind gut und dann, wenn man erwachsen ist und dann irgendwie den Film guckt, guck mal, wer da jetzt spricht, denkt man, oh mein Gott, das ist Fremdschämen pur, finde ich jetzt. Also, wie gesagt, John Travolta, guter Bösewicht, also komödienmäßig sollte man nicht versuchen zu meiden, finde ich. Und was auch gut gefallen ist, natürlich, Samuel Jackson, der war auch cool gewesen, auch eine coole Rolle gewesen. Da kam sogar der große Meister Robert De Niro vor, als Saubermacher da, wo die da den einen kalt gemacht haben. Also, die Story finde ich echt gut im Film. Also, der ist unterhaltsam, zeitlos und meiner Meinung nach einer der besten Tarantino-Filme, die er je gemacht hat. Da kommt keiner seiner Filme bis jetzt ran. Vor allem nicht vom Dust Till Dawn. Scherz beiseite. Nein, der Film fand ich echt gut, wie gesagt. Also schon das Bild hier sieht irgendwie. Vincent, cool. Dann die Frau fand ich auch heiß im ersten Teil. Also ich fand die Frau richtig heiß. Diese, ich sehe jetzt nochmal, weil ich den hieß so gesehen. Die fand ich hopp, richtig hot fand ich die. Nur ich fand die immer so hopp, wie die da am Kotzen war und dann sich einen Überdosis gesetzt hat. Fand ich da ein bisschen eklig. Aber da, vorher war die echt hot gewesen. Und was ganz besonders im Film finde ich, tanzt die mit John Travolta. Ich meine, der Film war ja 90er Jahre gewesen oder in der 80er, 90er was gewesen. Dass John Travolta ist, die ganzen Jahre noch drauf zu tanzen. Also, das ist die beste Szene im Film, finde ich, seine Tanzszene. Wie er da auf Zehenspitzen da am Tanzen ist, der Mann ist genial, finde ich. Also, John Travolta sollte man echt feiern als Schauspieler, als Bösewicht, finde ich. Ob der Film noch macht, weiß ich jetzt nicht, aber ich mag John Travolta. Ich sagte mir den Film noch eingefallen, gerade noch The Punisher, der erste Film, wo er böse gewesen ist, war super gewesen, den Körper des Feindes. Also, der hat es echt drauf, gute Rollen als Bösewicht zu spielen. Und Pulp Fiction, wie gesagt, ein sehr guter Film, fand ich. Also, sollte man echt mal. Im zweiten Film war doof gewesen, gesagt, also der CT, der kann ja Hose gehen, aber wie gesagt, also, was wissen Sie geben sollte, ich mag Tarantino, den Film mag ich auf alle Fälle von Quentin Tarantino. Diesen Kill Bill fand ich persönlich ein bisschen komisch, wie gesagt, der ist angefangen wie so ein Softporn der 70er Jahre, fand ich, den Film war am Anfang davon gesehen, von Kill Bill. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut, weiterzuschauen, weil der Film ein bisschen komisch gewesen ist, fand ich irgendwie. Da kam mir so 70er-mäßiger vor und ich bin kein 70er-Jahre-Fan so richtig, was Filme angeht. Ich fand irgendwie, das war mir zum Glück gedreht irgendwie. Also von dem Kill Bill, die Braut hat das Figuren gegeben, diesen gelben Bruce Lee-Anzug, den die getragen hat und so, aber den Film habe ich ehrlich gesagt in der ersten Szene nicht geschafft, weil ich das ein bisschen albern fand. Den Waschsalon, dann die eine komischen Afro-Lockentante, die da auftaucht, ist dann die gekloppt haben. Ich fand den Film. Wie gesagt, wir gucken das Ende mal Kill Bill 1 und 2. Im Grunde zu gucken, wer ja Michael Caine, der da mitspielt, als der volle Bösewichter von Fackel im Sturm und Kung Fu und so. Das wäre ein Grund gewesen, aber so. Ne, David Carradine hieß der, genau. David Carradine, sorry. Dass der mitspielt, aber so. Ich weiß nicht, vielleicht gucken wir mal Kill Bill. Einmal ein Video drüber, wenn es ein gutes sein sollte. Mal schauen. Wie gesagt, Pulp Fiction, meine Empfehlung ist top. Bis bald, ciao.